so hinzuschauen. Heute ist es wieder kalt und mich friert es wie Sau. Aber ich mache natürlich mal einen kleinen Rundgang mit euch durch Schweinfurt und zeige vielleicht mal ein paar schöne Ecken. Na, was ist denn da los? Ein riesen Dach, aber das wird sicher ein wunderschön hergerichtetes altes Haus hier in Schweinfurt. Da eine Schweinegruppe, passt zu Schweinfurt. Und ein Blick hinein in die Burggasse. Das Georg Schäfer Museum. Nochmal Georg Schäfer Museum. Und ein Blick auf die Mainbrücke, auf die Maxbrücke. Auf der rechten Seite Georg Schäfer Museum. Die Baustelle gibt es auch schon lange Zeit wieder. Mal ein Blick auf den Schrotturm. Rechts ist das Rathaus. Neue Rathaus, wem es gefällt. Und das sind natürlich so kleine Ecken, so kleine Straßen in Schweinfurt, die also wirklich schön sind, auch zum Spazierengehen einladen. Hier nochmal der Schrotturm von hinten. Da macht Schweinfurt auch Spaß, da etwas rumzulaufen. Schweinfurt hat auch seine schönen Ecken und schönen Seiten. Hier ein Blick aufs Rathaus, Spitalstraße, andere Seite Richtung Heiliggeistkirche. Da kann man also Kaffee trinken und auch was essen in der Fleischerei. Ein Blick rauf zum Georg-Wichtermann-Platz. Hier ist der Georg-Wichtermann-Platz. Früher der alte Postplatz. Jetzt Georg-Wichtermann-Platz in Schweinfurt. Und da gibt es jede Menge Tauben, die natürlich Futter suchen bei dieser Kälte. Und da natürlich auch immer was finden, weil da Leute sich niederlassen und dann mal Brotzeit machen. Obwohl heute bei dieser Kälte und bei diesem leichten Schnee, da hat sich da niemand hingesetzt. Das ist die Tiefgarage. Da unser Rossmarkt mit dem Busverkehr mitten in der Stadt. Der Rossmarkt, der langsam auseinanderfällt. Und man hat das Gefühl, man ist also irgendwie in der ehemaligen DDR angekommen. Der Jägersbrunnen. Die Hadergasse. Da ist auch so ein wunderschönes Haus. Na ja, gut, Sanierungsobjekte. Die Justizvollzugsanstalt Schweinfurt, wo man nicht hin möchte. Die neue Hadergasse, die vor ein paar Jahren in Betrieb genommen wurde. Da hinten jetzt das Zeughaus. Ein Blick hinunter nochmal auf den Rossmarkt. Die alte Stadtmauer und daneben die neue Hadergasse, die Gebäude. Unser Stadttheater, Schweinfurter Stadttheater. Die alte Stadtmauer und der Stadttheaterpark. Großes Kugellager, passt natürlich zu Schweinfurt. Hier ist nochmal die neue Hadergasse. Von hinten also das Hotel. Das Zeughaus. Von der Seite nochmal. Ein Blick vor zum Georg-Wichtermann-Platz. Die Johanniskirche. Den Martin-Luther-Platz da oben. Hier ist das Rathaus und der Marktplatz. Mal ein Testzentrum im Vordergrund. Hier nochmal die Martin-Luther-Kirche. Die Martin-Luther-Kirche, Entschuldigung. St. Johannes. Hier sind Ausgrabungen, da sind alles Gebäude abgerissen worden und da wurden alte Mauern gefunden. Weiß nicht so richtig, was da jetzt gemacht wird.
bin ich nicht ganz auf dem Laufenden. Hier hinunter auf dem Marktplatz im Hintergrund, also der Schrohturm und das neue Rathaus. Da ist das Betonzentrum, wo man hier sieht. Und auch die wunderschönen Fachwerkgebäude, die in Schweinfurt auch noch vorhanden sind. Die Kramermühle. Naja, und hier sind wir schon fast am Ende unseres Rundgangs angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns, gebt uns einen Daumen nach oben, würde mir gefallen.